Hallo und willkommen zurück zu Remastered, der Pokémon Silber Nuzlocke Challenge mit Philipp und Jan. Genau, hier bin ich auch. Vierte Folge. Wir nähern uns schon deinem alten Benchmark, würde ich sagen. Denn wir erinnern uns alle gemeinsam nochmal an die damalige Schmach. Mhm. Während Philipp hier grindet, werde ich im Vordergrund vielleicht nochmal ein Worst-Off einblenden aus dem legendären Kampf gegen Gary, als es ganz, ganz blöd lief. Danke, Jan. Bitte. Damit auch die Leute, die das nicht gesehen haben, natürlich auch wissen, was keine auf Worte. Dem Spiel steht. Aktiviert nur eure Annotations, denn in jeder Folge von Pokémon Silber ist ein dauerhafter Link. Mit Timecode an der Stelle, als klar wurde, das war's wohl. Danke. Bitte. Gerade hat dein Hutu seinen ersten eigenen Kampf gewonnen. Mhm. Sollte man nicht unerwähnt lassen. Ja. Aber nichts anderes hätte ich von Robin Hood erwartet. Und da hat er die nächste Chance, sich zu beweisen. Ja. Ich hab mir gedacht, jetzt doch Level 5 wäre, glaube ich, besser für das nächste Areal mit Robin Hood. Ja, im Prinzip ist Pokémon. Man kann ja nicht wirklich vom Schwierigkeitsgrad sprechen, denn es ist ja immer schon so gewesen, wenn man nicht ganz faul war, hat man hier relativ leicht alles platt gemacht. Typisches, ne? Japano-RPG-Syndrom halt. Ne? Ja. Wenn du gut grindest, dann hast du leichte Karten. Ja, ist gut. Es gibt ja auch JRPGs. Jetzt komme ich gerade nicht auf ein Beispiel, wo es aber vielleicht... wo es vielleicht auch einfach nicht so viel bringt. Eher an so actionorientierten Dinger, ne? Mhm. Wo man selber auch noch was machen muss. Ja, sowas wie Bloodborne zum Beispiel. Obwohl, nee, da ist Grinden auch super. Fällt jetzt auch nichts ein. Ich würde Final Fantasy 13 als Beispiel nennen, zumindest den ersten Bereich, wenn man so wie ich erstmal eine Stunde grindet, bevor man reilt, dass man zu der Zeit noch gar keine XP sammelt. Okay, ja, das habe ich aber, glaube ich, sogar auch gemacht. Mein Gott, war Final Fantasy 13 ein bekacktes Spiel. Ja. Ich habe das wirklich, ich habe das mir nur ausgeliehen, weil ich schon gehört habe, dass das so kacke war. Und habe wirklich, glaube ich, nur 2 Stunden gespielt und dann das ausgemacht und nie wieder angepackt. Ja, ein Kumpel von mir hat es durchgespielt auf meiner Xbox. Mhm. Ich habe es auch so 3-4 Stunden und habe es dann auch irgendwie nie wieder angemacht. Also es war, also allein dieser ganze Kram mit der Story, dass die wirklich über diese ellenlangen Textblöcke erzählt wird und dass man darüber erfährt, wer sind die Leute, die man da steuert, das war so absurd schlecht. Also ja, so weit war ich nicht mal. Mit dem ganzen Budget, das dahinter steckte, vielleicht ist es ja im späteren Spielverlauf anders noch geworden, aber ich konnte nicht glauben, dass das Final Fantasy war. Ich habe nur gehört, dass das ja trotzdem die ganze Zeit super schlauchig blieb. Ja, das sowieso. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Mhm. Da kann man ja noch drüber hinwegsehen, wenn das drumherum stimmt. Aber es ist halt schlauchig. Mit der Begründung, man kann halt nicht so eine Open World machen in der Grafik. Blöd, dass dann gleichzeitig Mass Effect gerade draußen war. Mhm. Also, was ja so halb Open World war. Also es ist schon relativ peinlich alles gewesen. Ja. Und wenn man das vergleicht mit Pokémon, warum auch immer, ist Pokémon deutlich besser als Final Fantasy 13. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, Robin Hood darf noch einen Kampf gewinnen, dann hat er sein 5. Level erreicht. Mhm. Und dann gehe ich nochmal, genau, dann gehe ich gleich nochmal in das Haus oben und guck, ob ich mir einen Kleinstein da wirklich holen kann. Boah, der andere Hutu ist voll der Vogel, ne? Mm. Ja, mit dem Heuler ist schon irgendwie nervig. Das ist genauso dann immer, wenn man auch gegen Safkorn oder sowas kämpft und dann nur Härtner die ganze Zeit. Oh Gott, es dauert noch Stunden. Ja, ich glaube, jetzt bin ich schon auf dem Niveau angekommen, dass ich ihm nur einen Hitpoint mit jedem Schlag abziehe. Ja, wenn du Glück hast, ist er beim nächsten schon tot. Ja. Vielleicht gibt's ja einen Volltreffer. Ja! Bam! Sehr gut. Ja, aber es ist auch irgendwie ein viel schöneres Erlebnis, wenn man seinen Hut wirklich komplett von Grund auf aufzieht. Mhm. Und nicht so ein Level 4-Ding sich sofort fängt. Genau. Ich bin auch mal gespannt, wann das erste Pokémon hier mal die erste Spezialattacke lernt. Wie ist Rauchwolke für dich keine Spezialattacke?
Das wird, glaube ich, die erste Attacke sein, die wieder wegkommen. So, hier kann ich jetzt, hier gibt es, glaube ich, nämlich keinen Stein. Ob sich die Entwickler eigentlich damals schon gedacht haben, das sind eh Kack-Attacken, aber wir müssen halt irgendwas einbauen? Oh, dann gibt es halt auch nur einen Radfratz. Ich frage mich das wirklich. Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die da ja, also weiß ich nicht, Rauchwolke ist ja, das macht ja deine Genauigkeit runter, ne? Ja. Und es gibt halt Sachen, ja, die kannst du taktisch gut einsetzen, wenn du willst. Ja, sicher, aber so früh im Spiel halt nicht. Ja. Weiß nicht. Meine Taktik ist sowieso eigentlich immer sehr selten solche, Ich weiß jetzt mal kurz auf was hin, wenn du es jetzt nicht fängst, stirbt dein Robin Hood vielleicht, ne? Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, ein Hit ist noch drin. Ich benutze auf jeden Fall meistens nur Attacken, die auch Damage machen. Also ich habe sehr wenig Attacken in meinem Raster drin, die irgendwie nur die Statuseffekte irgendwie anders machen. Es baut sein Nest, wo es Futter findet. Das ist den ganzen Tag auf der Suche nach etwas Essen. Vielleicht wäre es an der Stelle jetzt angebracht, deinen Feuerriegel nach vorn zu schieben. Mhm. Ach so, nee, brauche ich nicht. Wenn ein Kampf kommt, kann ich ja wechseln direkt. Okay. Fred. Wie hieß denn das letzte nochmal? Vielleicht können wir das ja... Attila? Nee. Rattila der Rattenkönig. Okay. Wer weiß, wie lange Rattila Teil deines Startteams sein wird. Ach, eigentlich, Radikal ist ziemlich stark. Vor allen Dingen Superzahn und Hyperzahn sind halt echt krasse Attacken. Dann werden wir Rattila hoffentlich noch lange Zeit bewundern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den mit bis in die Top 4 nehmen. Also ich weiß jetzt nicht gerade, welcher das von beiden war. Superzahn macht, glaube ich, immer... zieht, glaube ich, immer die Hälfte der noch bestehenden HPs ab. Und Hyperzahn war dann, glaube ich, die ein bisschen, die richtig krass war. Ah, okay. So, jetzt werden sie noch einmal geheilt. Und auf geht's ins nächste Areal. Warte, welches Level hat Rattila jetzt? 3. Wie sie die Köpfe schütteln. Es tut mir leid, dass jetzt gerade die Folge eigentlich größtenteils nur aus Grinding besteht. Das ist schon okay, Philipp. Wir wollen ja nicht, dass sich etwas wiederholt. Ein dunkler Fleck in deiner Gaming-Geschichte. Mhm. An der wir ja glücklicherweise alle teilhaben durften. Ja, hat mich auch gefreut. Ja. Dass 20 Leute sehen konnten, wie ich versage. Ja, hoffentlich 20. Rattila benutzt Tackle. Ja, der Rattila Solidar Sprite sieht von hinten auch cool aus. Also das finde ich schön. Also wieder so ein Knechts... Die sind dann auch noch daneben, ey. Ja, das ist mal ein richtiger... Ich sag dieses böse Wort nicht, aber es ist ein richtiger Schneckenkampf, würde man sagen. Was wäre das böse Wort gewesen? Okay. Ich weiß echt nicht, was du meinst. Das Wien-Kampf zwischen Jakob und Jonas. Mal ein bisschen hier Battle reinbringen in Remastered. Hm. David und Goliath vielleicht. Ja. Aber es ergibt ja keinen Sinn. Hm. Denn beide haben ja verkackt. Stimmt. Fällt kein anderer ein. Welche Pokémon würdest du denn hier tagsüber antreffen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also Radfratz ist, glaube ich, beides. Es könnte sein, dass es hier so ein Käfer-Pokémon gibt.
da bin ich mir nicht sicher. Ja, gab es ein Silber, weil in Original gab es ja Raupi, das dann zu dem Schmetterling wurde. Ja. Und genau, und hier gab es doch was Vergleichbares, was aber doch zum anderen Vieh wurde, oder? Nee. Also hier gab es diesen Hornkäfer auf jeden Fall, der sich in die Reihe von Pinsir und Sichlor mit reingereiht hat. Ah, okay. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob die neue Käfer-Pokémon hier hatten. Aber ich glaube, hier gab es auch Raupi und Hornio im Wald nachher. Das weiß ich auch nicht genau. Käfer-Pokémon fand ich immer irgendwie komisch. Smetbo fand ich super. Vor allen Dingen. Klar, auch mit, wenn die Psycho-Attacken und so. Genau, hatten. Da konnte man dann nämlich, wenn man, ja wie ich Glumanda genommen hatte, wenn man dann Smetbo auf Level 12 wenigstens hatte, hatte der dann ja den Psychstrahl. Mhm. Und dann konnte man damit dann ganz gut gegen Rocco angehen. Leider konnte ich das so nicht zeigen beim letzten Mal. Er sah auch cool aus und sowas, aber es war irgendwie trotzdem. Immer komisch, wenn man da auf Spieler traf, die sagen, ich liebe nur Käfer-Pokémon, dann hatten die halt da ihre Gärtner-Viecher und so. Ja, das war irgendwie. Ja, aber wenn man es ja selber entwickelt hat, konnte das Saftkorn dann ja auch einen Tackle machen. Ja. Sein Buddy da so rollen oder was auch immer es dann getan hat, um so viel Kraft aufzubringen. Ich verträgt echt nicht so viel im Moment noch. Nee. Aber er ist gleich auf Level 4. Und es ist auch wieder die Chance für Robin Hood, einmal hier zu glänzen. Genau. Übrigens, lustigerweise, Robin Hood jetzt so, wie viele früher ja, die Englisch nicht wirklich konnten, Robin Hood auch wirklich ausgesprochen haben. Ne? Als Kind habe ich auch früher Robin Hood gesagt, glaube ich. Ich nicht. Ich habe Robin Hood gesagt. Nee, weiß nicht, ich habe glaube ich, aber ich habe es nie anders gehört, zumindest habe ich es nicht anders gehört. Nee, ich glaube nämlich zum Beispiel auch, nämlich, kennst du noch die Anime-Serie Robin Hood? Glaub nicht. Ich glaube da sogar war das auch so, dass in dem Titelsong die auch immer Robin Hood gesagt haben. Robin Hood, was du tust, ist gut. Er ist so gut. Ganz sicher Robin Hood. Er steht uns bei, der hat viel Mut. Ganz sicher Robin Hood. Echt? Ja. Aber irgendwie kommt mir der Gesang gerade bekannt vor. Vielleicht habe ich das ja doch gesehen. Der hat immer, da war sein Markenzeichen immer, dass er immer dann, wenn er richtig präzise schießen musste, hat er dann immer die Federn hinten am Pfeil immer angeleckt. Ja, doch. Denn wie wir alle wissen, ein bisschen Feuchtigkeit auf dem Pfeil bringt Genauigkeit im Flug. Weiß nicht, vielleicht kleben die dann besser zusammen oder sowas und sind dann aerodynamischer oder so. Könnte ja sein. Weiß nicht, wie akkurat die waren. Also Green Arrow macht das nicht. Und der ist auch ein guter Bogenschütze. Ja, aber vielleicht hat der auch synthetische Federn hinten dran. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das hören kann auf dem Sound. Ich bedrücke die ganze Zeit. Immer wenn ich beim Pokémon Center bin, drücke ich die ganze Zeit nur A. Und dann, wenn ich fertig bin, dann nur B die ganze Zeit. Ich bin gespannt, was ich dann gleich in dem anderen Area finde. Ob da wirklich dieses. Ob die Spinne dann da ist nachts oder ob die nur tagsüber da ist. Wie war das, wenn du. Du kannst keinen Pokémon zweimal im Team haben, richtig? Genau. Okay. Also bist du jetzt schon mal ziemlich safe. Ja, wenn es das da gibt, werde ich das da auf jeden Fall finden. Okay. Oder fangen. Und Dratila schlägt sich hier weiter durch. Das verträgt ja auch mehr, nachdem er da aufgestiegen ist. In dieser Folge will ich noch gucken, ob ich das vielleicht kriege. Ja, das
Dann musst du dich beeilen. Weil dann kann ich nämlich zwischen den Folgen vielleicht mal ein bisschen vorgrinden, damit man mir nicht die ganze Zeit nur beim durchs Gras laufen zusehen muss. Ein Huthut. Ja, ich glaube, das Spinnenviech, das war auch wenn dann echt ziemlich selten hier, ist das doofe. Aber Ratilla ist immerhin soweit, seine eigene Ratte zu stehen und es Huthut zu zeigen. Wenn man sich das so vorstellt, steht das Vieh vor dir und brüllt dir so ins Gesicht, ja. Und deswegen machst du weniger Schaden. Es ist immer sehr kreativ gewesen in der Hinsicht. Weil du so überrascht bist. Ja. Oh, eine Eule. Dann haust du halt nicht mehr so paff, sondern dann... Philipp hat mich gerade geschlagen. Mhm. Schade, ich dachte das Spiel, weil es gerade zu kurz gezögert hat, lädt ein unglaublich seltenes Pokémon. In den Shiny Mew. Hier gibt's Shiny Pokémon, ja? War das so oder so glitzernde? Ich weiß es nicht, ob die hier. Doch, klar! Doch, ich meine, weil das rote Garados, was man fängt, das ist ja Shiny. Stimmt. Sowas von geil, ein rotes Garados, wirklich. Da war auch mein. Da war Mindblown angesagt. Ja, ich würde sagen, du startest jetzt noch einen Versuch. Hier vielleicht ein anderweitiges Pokémon zu finden. Ich glaube, es ist ein Huhut. Ich glaube, es ist Ratratz. Philipp, mein tiefster Respekt für diese Weitsicht. Danke. So, Ratratz wird jetzt hier nochmal penetriert. Ja, jetzt mittlerweile ist Ratilla ja schon ein respektabler Kämpfer geworden. Ja, auf jeden Fall. Eine respektable Kampfratte. Und hat seinen Artgenossen fertig gemacht. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall. Mit stärkeren Pokémon dann auf jeden Fall. Ich muss an dieser Stelle auch Philipp mal meinen Respekt aussprechen. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir ein nächstes Mal haben werden. Deshalb... Großer Applaus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!